Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen über etwas berichten, was wirklich ein ungeheuerlicher Vorgang ist. Vor ein paar Tagen flatterte bei uns ins Büro, bei mir, auf ein E-Mail die Ausladung zur Berlinale. Normalerweise sind die Abgeordneten der Bundestagsfraktion, auch der AfD, immer eingeladen. Ich wurde eingeladen, habe aber gar nicht zugesagt und trotzdem bekam ich eine Ausladung mit den irrsinnigsten Unterstellungen, Diffamierungen und Disqualifikationen. Also da zieht es einem förmlich die Schuhe aus. Nämlich indem sie behaupten, wir würden gegen die Grundwerte der Demokratie verstoßen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir, die wir als Alternative für Deutschland beispielsweise den Bürger viel stärker in politische Entscheidungen durch Umfragen und Entscheidungen, Bürgerentscheidungen einbeziehen wollen. Dann kommen wir hätten die Forderung in unserem Programm nach einer homogenen Gesellschaft. Eine homogene Gesellschaft, was immer das sein soll. Natürlich wollen wir die Identität unserer deutschen Nation und unserer Gesellschaft und Gemeinschaft erhalten. Dann wurde die Ausladung auch begründet, dass wir gegen Zuwanderung wären und Zwangsabschiebungen, massenhaften Abschiebungen machen würden, was natürlich in diese ganze inszenierte Geschichte reinpasst, was wir Potsdam-Wannsee-Konferenz, und Sie wissen ja alles, wovon ich gerade rede, wären wir homophob und querfeindlich und würden uns permanent rassistische Äußerungen schuldig machen. Also, unglaublich. Hinzu kommt, dieses Ausladungsschreiben war dann auch ohne mit freundlichen Grüßen, sondern einfach so quasi ein Diktat. Wir haben euch jetzt ausgeladen aus dem und dem Grund. Und da habe ich jetzt natürlich, und wer war jetzt dafür verantwortlich, die beiden Intendanten, also sprich die Frau Marietta Resenbeek, die ist die Geschäftsführerin der Berlinale, und der Herr Carlo Catrian, der künstlerische Leiter der Berlinale, habe ich natürlich auch im Namen meiner Kollegen einen offenen Brief an die Intendantur der Berlinale geschrieben. Es ist unglaublich. Im Grunde uns werfen sie Verstöße gegen die Grundwerte unserer Gesellschaft, unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung vor. Und sie verstoßen gegen das Repräsentationsrecht gewählter Abgeordneter bei dieser Veranstaltung, Berlinale. Das ist ja schon mal das Erste. Das heißt, dieses ganze Linksaktivistische, was die Regierung permanent befördert, finanziert, Kulturschaffende, das werfen sie uns vor und laden uns deshalb auf. Das heißt, das, was sie uns vorwerfen, tun sie permanent, diese Linksaktivisten. Eine Demokratie besteht darin, dass man unterschiedlicher Auffassung ist. Und wenn man unterschiedlicher Auffassung ist, dann muss man über diese unterschiedlichen Auffassungen diskutieren und nicht so, wie es deren Habitus entspricht, dass man sagt, ihr habt eine andere Meinung, also dürft ihr euch gar nicht mehr beteiligen an unserem gesellschaftlichen Leben. Das nennt sich Cancel Culture und das zieht sich in unserer Gesellschaft in immer stärkerem Maße durch. Der plumpe Hass, die erzählen einem permanent, sie würden gegen Hass und Hetze antreten, aber sie treten dagegen an, gegen uns, indem sie hassen und hetzen. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Das hat mit einer demokratischen Grundordnung nichts mehr zu tun. Und aus diesem Grund haben wir das natürlich bemängelt, kritisiert, diese Ausladung. Und es ist auch nicht zu akzeptieren. Und ich sage Ihnen, genau da ist der Angriffspunkt. Das, was in früheren Zeiten die Reichskulturkammer war, sind heute diese linksaktivistischen Bündnisse der Kulturschaffenden, aber sie unterscheiden sich nicht, denn sie sind gleichgeschaltet mit der Politik der neuen Einheitspartei Deutschlands. Und wenn diese beiden Kräfte
zusammenwirken. Und Kultur ist immer das Vorfeld des Politischen. Und wenn diese beiden Kräfte zusammenwirken, dann führt das zwangsläufig in immer stärkerem Maße hin in einen Totalitarismus, meine Damen und Herren. Und diesen Totalitarismus, das ist genau das, was wir bekämpfen. Und das können wir auf Dauer nur dadurch bekämpfen, dass wir diese Staatsfinanzierung, beispielsweise auch der Berlinale, mit 12,5 Millionen Euro, was ja immerhin bürgerliches Steuergeld darstellt, wo dann uns und wir ausgeladen werden, aber mit diesen Geldern trotzdem diese Veranstaltungen durchgeführt werden, das muss beendet werden, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank.